Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und es ist mal wieder Zeit für eine weitere Folge Hertha News und es gibt wieder einiges rund um Hertha BSC zu besprechen. Ich möchte heute über drei Spieler sprechen. Einmal möchte ich über Deval Seyfrick sprechen und über Willi Kanga und andererseits gibt es auch noch ein neues Gerücht rund um Haris Tabakovic. Das heißt, wir haben vieles zu besprechen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und fangen wir erstmal mit den positiven Nachrichten des heutigen Tages an. Denn ich möchte über Deval Seyfrick sprechen. Der Kicker hat es berichtet. Deval Seyfrick steht vor einer Vertragsverlängerung. In der kommenden Woche soll ein neuer Vertrag unterzeichnet werden. Und damit wird der Vertrag nicht in diesem Sommer auslaufen, sondern wird bis zum nächsten Sommer um ein weiteres Jahr verlängert. Und ganz im Ernst, ich finde, das ist sogar eine sehr positive Nachricht. Seyfrick ist ein Spieler, ich muss sagen, in dieser Saison hat er mir wirklich gefallen. Er ist nicht der zuverlässige Starspieler, der mit einer brillanten Technik überzeugt, sondern er ist ein Spieler, der spielt und alles für den Verein gibt. Er kommt rein, egal ob er als Einwechselspieler reinkommt oder als Startspieler startet. Er gibt 100%. Er zeigt vollen Elan, vollen Einsatz, geht in jeden Zweikampf mit einer gewissen Leidenschaft rein und ist sich auch nicht zu schade, mal eine gelbe Karte für uns abzuholen. Und Seyfrick ist ein Spieler. Ganz im Ernst, er bringt Tempo mit und genau dieses Anforderungsprofils eines Außenverteidigers, das kann vielleicht unter Christian Fehl und seiner Spielweise wirklich nochmal sehr interessant werden. Christian Fehl habe sich auch sehr dafür eingesetzt, dass Deval Seyfrick um ein weiteres Jahr bleibt und möglicherweise plant er mit ihm. Ich muss sagen, Seyfrick ist ein Spieler, er ist nicht nur auf der Rechtsverteidigerposition einzusetzen, sondern kann auch als Rechtsverteidiger, als Linksverteidiger und als zentraler defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden. Das heißt, eine gewisse Variabilität bringt er auch noch mit. Und ich denke mal, dass er als Ergänzungsspieler, vor allem für die Kabine und mit seiner Leidenschaft, ein wirklich guter Faktor für die kommende Saison werden könnte. In dieser Saison hat er mir sehr gefallen. Ich erinnere mich vor allen Dingen an ein Pokalspiel gegen Mainz, wo er auf einer eigentlich ja fremden Position überzeugt hat. Und wie gesagt, er bringt halt eben diese Schnelligkeit mit, dieses Tempo, diesen Zug nach vorne. Auch wenn er defensiv seine ein oder anderen Wackler hat, finde ich, kann er unter Umständen auch in der nächsten Saison für uns ein wirklich wichtiger Spieler werden. Unabhängig davon, ob er jetzt als Stammspieler startet oder von der Bank reinkommt. Er bringt dieses gewisse Etwas, diese absolute Leidenschaft bringt er mit. Und ich bin froh, dass wir ihn jetzt hier für ein weiteres Jahr halten können. Denn ich finde, er hat sich wirklich, wirklich gut präsentiert. Er hat nie aufgegeben. In jedem Spiel hat er alles gegeben. Und das habe ich ihm auch abgekauft. Diesen vollen Einsatz, den er gezeigt hat. Und von daher bin ich froh, dass wir diesen Spieler halten können. Auch wenn er halt eben nicht der Zauberfußballer ist. Auch wenn er halt eben meiner Meinung nach technische Defizite hat, wie kaum ein anderer Außenverteidiger bei uns. Bringt er halt eben diese Attribute mit, die nur wenige andere Spieler in diesem Kader mitbringen. Und ich habe so vielleicht die Hoffnung, dass sich dementsprechend der Kader noch etwas ergänzt und dass wir vor allen Dingen auf gewisse Spielverläufe reagieren können, derweil Seyfrick reinbringen können und dann nochmal so einen richtigen Warnbeißer drin haben. Seyfrick, der hat ja bei uns auch auf der 6 gespielt, zumindest im Saisonendspurt. Und was er da teilweise für Zweikämpfe geführt hat, diese Zweikampfstärke, diese Brutalität. Ich glaube, das brauchen wir in dieser Saison. Er ist kein Zauberfußballer, er hat Defizite. Aber so wie es aussieht, verlängern wir den Vertrag zu geringeren Konditionen und ich kann mir vorstellen, dass er uns in der nächsten Saison dementsprechend auch noch weiterhelfen könnte. Wie gesagt, in der letzten Saison hat er zu viel verdient, aber die Konditionen sind wohl etwas geringer und für ein weiteres Jahr kann man nichts falsch machen und den Kader mit ihm ergänzen. Auf der Rechtsverteidigerposition sind wir damit mit Seyfrick, Aichi und natürlich auch einem Jonjo Kenny, der ja aktuell noch da ist, wirklich gut aufgestellt und ich bin relativ zufrieden, wie das aussieht. Ich bin froh, dass Seyfrick bleibt, kann aber auch sein, dass ihr das anders seht. Schreibt mir ganz gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, aber ich würde sagen, kommen wir jetzt zum zweiten wirklich positiven Thema für uns. Bisher muss ich sagen, die Woche ist ja absolut perfekt. Wir haben Guisons festgemacht für knapp 300.000 €. Seyfrick wird möglicherweise auch verlängern und ich habe gestern eine wirklich interessante News von Florian Plettenberg auf Twitter gefunden, wo ich mir dachte, was ist das denn? Das kann doch niemals echt sein. Florian Plettenberg ist so ziemlich der bekannteste deutsche Sportjournalist. Er hat auf Twitter mehr als 300.000 Follower und er hat gestern Folgendes getweetet. Hertha BSC hat bereits verschiedene Angebote in der Spanne von 5 Millionen € für Wilfried Kanga erhalten.
Es ist klar, Wilfried Kanga muss Hertha BSC verlassen. Es gibt Vereine aus dem Benelux-Raum und aus Frankreich, die an ihm interessiert sein. Und Willy Kanga hat sich ja in der vergangenen Saison bei Standard Lüttich echt gut präsentiert. Hat, glaube ich, sogar für Standard Lüttich sowohl international als auch national insgesamt 12 Tore erzielt. Hat gezeigt, dass das kann. Und deshalb gibt es verschiedene Interessenten. Wir haben jetzt bereits Angebote in Höhe von 5 Millionen Euro für Willy Kanga laut Florian Plettenberg erhalten. Aber Hertha BSC fordert laut Florian Plettenberg 6 bis 7 Millionen Euro für Willy Kanga. Und ich muss sagen, wenn Benjamin Weber es schafft, Willy Kanga mit einem Plus zu verkaufen, hat der Mann alles richtig gemacht. 6 bis 7 Millionen Euro mit Kusshand eingepackt, verschenke ich ihn. Also für 6 bis 7 Millionen Euro wäre das absolut top. Willy Kanga, wir haben ihn damals in der vergangenen Saison, in der Abstiegssaison zu uns geholt. Er ist für knapp 4 bis 5 Millionen Euro von den Young Boys aus Bern gekommen und ja, bei uns klappte gar nichts. Ein Treffer gegen Gelsenkirchen und ich weiß auch, wir haben ja gegen Gelsenkirchen gesessen und gesagt, jetzt ist der Knoten endlich geplatzt, jetzt wird Willy Kanga aufblühen. Aber was war übrig? Ein Treffer in der Hinrunde gegen Köln, danach am Ende Suspendierung, am Ende ja, zur U23 geschickt, sogar zum Beginn der letzten Saison. Was soll ich sagen? Die Rückrunde war eine Katastrophe von ihm. Spielerisch überhaupt nicht am Spiel teilgenommen. Bälle habt ihr auch nicht mehr festgemacht. Es war katastrophal. Und man muss sagen, in Belgien hat das gezeigt, dass das jetzt kann. 6 bis 7 Millionen Euro wären ein Riesenpreis für Willy Kanga. Und dann hat Benjamin Weber wirklich ein Sternchen dafür verdient, was er hier wohl zusammenkocht. Und das ist es halt eben. So, wenn man die Situation vergleicht. Im vergangenen Sommer haben wir hier gesessen und gesagt, ey, Willy Kanga, Hauptsache weg, vielleicht doch ablösefrei. Und jetzt sitzen wir hier nach einer Leihe und sagen, ja, 5 Millionen Euro reicht uns scheinbar nicht. Wir wollen ja 6 bis 7 Millionen Euro haben. Das wäre wirklich top. Wie gesagt, was am Ende wirklich bei rumkommt, warten wir mal ab. Kann auch sein, das war auch schon so eine kleine Vermutung von mir, dass das so ein Gerücht ist, was so jetzt ein Berater zusätzlich gestreut hat, um nochmal mehr Interessenten anzuzeugen oder um vielleicht den Preis nach oben zu treiben. Wie gesagt, müssen wir einfach abwarten, was am Ende wirklich bei rumkommt. Aber bis hierhin klingt das wirklich brutal. Suazelda für 4 Millionen verkauft. Wenn wir Kanga für 6 bis 7 loswerden, was willst du mehr? Dann haben wir 10 Millionen aus zwei Spielern herausgeholt, die wir vielleicht im letzten Sommer sogar ablösefrei weggegeben hätten. Diese Leihen, die Benjamin Weber wirklich arrangiert hat, jetzt nicht nur für die Kanga, sondern auch eben Suazelda und Misan Morida, die sind perfekt aufgegangen. Das muss man wirklich sagen. Und in dieser Saison stecken wir auch nicht in der brutalen finanziellen Lage, dass uns jeder über den Tisch ziehen will, sondern wir sind wirklich ein strenger und unangenehmer Verhandlungspartner. Und das gefällt mir. Willy Kanga, unabhängig davon, wünsche ich weiterhin viel Glück in seiner Karriere. Bei uns wird es aber nichts mehr. So viel zu Willy Kanga. Und jetzt kommen wir zu etwas negativeren News des Tages. Ihr wisst es, ich äußere mich gefühlt jedes Mal über den Kader und sage, ey yo, der Kader ist geil. Harris, Reese und alle anderen, Clemens, alle geil. Ich liebe den Kader. Und das wisst ihr auch. Und trotzdem könnte Harris Tabakovic auch Hertha BSC verlassen. Tim Kleindienst ist von Heidenheim nach Gladbach gewechselt und Heidenheim sucht jetzt einen neuen Stürmer. Und Haris Tabakovic ist in das Visier von Heidenheim gerückt. Eine realistische Ablöse ist laut der Bild eine Ablöse zwischen 3 bis 4 Millionen Euro. Und ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass das passiert. Haris Tabakovic ist sehr, sehr wichtig für uns. Er ist in der Offensive unser Anker, einer, der die Bälle festmacht und der zuverlässig seine Scorer erzielt. Für uns war er halt eben auch Torschützenkönig und ich muss sagen, er ist halt ein Spieler. Er ist zuverlässig, er ist ein Kämpfer, läuft viel, ackert viel für das Team. Auch wenn er manchmal seine 10, 20 Minuten hat, wo er völlig untergeht, ist er für das Team da und ich hoffe eigentlich, dass er bei uns bleibt und dass wir diesen Spieler nicht verkaufen. Andererseits müssen wir es auch so sehen. Werden wir Haris Tabakovic, der aktuell 30 Jahre alt ist, nochmal für mehr Geld verkaufen können? Vielleicht wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, um ihn zu verkaufen. Haris hat bei uns einen Vertrag bis zum Jahr 2026, das heißt, der Vertrag läuft noch 2 Jahre und er ist jetzt quasi noch einmal so jung. Also er wird nicht mehr jünger, will ich damit sagen. Und das heißt, der Preis, der Marktwert, für den wir ihn möglicherweise verkaufen können, der wird auch nicht noch höher. Vielleicht wäre jetzt die letzte Chance, um nochmal wirklich Geld mit ihm zu machen. Aber das ist nur so ein Gedanke, den ich am liebsten beiseite legen würde, da ich mir wünsche, dass unsere Offensive, bestehend aus Fabi Reese, bestehend aus Haris Tabakovic, einfach zusammenbleibt und wir das, was wir in der letzten Saison hatten, diese Symbiose zwischen Reese und Haris,
dass wir die in dieser Saison aussehen. Das würde ich mir einfach persönlich wünschen. Aber der finanzielle Gedanke, den darf man trotzdem nicht verlieren. Und vielleicht handeln auch unsere Führungskräfte genauso. Wie gesagt, Harris, er steht wohl bei Heidenheim auf dem Zettel. Ich könnte mir vorstellen, so Heidenheim, Conference League, vielleicht ist das für Harris nochmal dran. Und Harris hat ja selber auch lange Zeit in Österreich und in der Schweiz gespielt, ist auch selber halber Schweizer. Heidenheim ist vielleicht etwas näher dran an der Heimat, auch wenn das nur wahrscheinlich ein Nebeneffekt ist. Wie gesagt, so viel dazu. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir machen heute mal nicht ganz so lang, heute mal ein etwas kürzeres Video. Heute ist EM, schaut EM. Ich habe sehr, sehr viel Bock auf das Deutschlandspiel nachher. Aber jetzt geht's noch kurz um Hertha. Ich würde aber sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne ein Like da. Vergesst auf jeden Fall auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC zu verpassen. Ihr könnt mir auch ganz, ganz gerne auf Instagram folgen. Dort heiße ich MappyBSC. Bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns und ciao.